So, meine Damen und Herren, heute treffen wir zum einen den Tomke am PZ, weil wir über den Porsche Boxster S reden. Das ist ja unser Reimport, der eigentlich nach Südkorea gehen sollte. Und da gibt es einige spannende Themen, die jetzt auch vorgefallen sind. Und ich glaube, das ist sehr interessant, denn deswegen ist der Tomke auch auf mich zugekommen. Es ist natürlich ein sehr günstiges Modell gewesen und jeder will irgendwie günstig einen Porsche kaufen. Da will ich seine Fragen beantworten, die sich wahrscheinlich mit euren auch decken. Deswegen fahren wir da gleich hin. Aber jetzt gerade, wo bei uns die Reifenwechselsaison ist, habe ich gedacht, zeige ich euch mal kurz was. Denn hier sehen wir noch die Winterräder für den BMW i3S, die natürlich bei einem Elektrofahrzeug immer extrem schmal sind. Und da das Pendant der GT3. Reifen hinten, das ist brutal. 315er, die sind einfach gestört und wie viel breiter die als so ein normaler Reifen, gut, das sind ja extrem schmaler, aber auch als normaler Reifen sind, das ist echt krass, aber trotzdem, wie viel Technik dann doch dahinter steckt, das macht einen auch extrem an, weil eigentlich das Schlimme ist ja auch die Kosten, wirklich, wir haben denn jetzt den Winterradsatz, mussten wir auch original kaufen. Da gibt es nicht irgendwie Drittanbieter, die da was entsprechend formen. Kostet echt 10.000 Euro, also das ist schon gestört. Aber irgendwo sieht man dann doch auch warum. Also erstmal hier die Technik. Semislicks, wir sehen es hier deutlich weniger Aussparungen, wo das Wasser entsprechend rein kann und damit eben auch im Nassen nicht wirklich so viel Grip. Deswegen immer aufpassen mit Semislicks. Die haben einfach bei Nässe deutlich weniger Grip, aber klar auf Asphalt, wenn es trocken ist, können sie umso besser hier haften. Die haben per se deutlich weniger Profil. Normal sind ja so ungefähr 8 mm, die haben so 4-5 mm. Also immer schon deutlich weniger, muss man also auch früher wechseln, muss man beachten. Sind auch weicher meistens von der Gummimischung. Dann sind das hier Magnesiumräder, also deutlich leichter. Und man sieht es hier die Zentral. Nabel, also Zentralverschlussfelgen, damit man die deutlich schneller wechseln kann. Das ist natürlich auch sehr scharf und was ich jetzt noch gesehen habe, was wirklich sehr geil ist, sind hier diese Einbohrungen. Das ist wirklich dementsprechend dafür da, Gewicht einzusparen. Und das hat mich dann schon auch wieder fasziniert, dass man wirklich bei Porsche hingeht und sich alles sucht, um irgendwie noch das letzte Quäntchen rauszuholen. Finde ich sehr geil und dann, wenn man das so weiß, dann verkraftet man den Preis ein bisschen besser. Also schon der Wahnsinn. Naja, ich würde sagen, wir machen uns auf, treffen den Tomke im PZ und reden über den Boxster S. So, wir sind am PZ angekommen, ist leider super kalt. Aber Tomke, freut mich, dass wir uns den Boxster S jetzt genauer anschauen. Wie gesagt, die Community, glaube ich, wollte den auch sehen. Ich bin gespannt. Günstig Porsche Boxster S kaufen. Du erklärst mir jetzt mal so ein bisschen, wie das geht, was der Wagen so drauf hat. Die geilen Sitze, die GT-Sitze habe ich schon gesehen. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen. Absolut. Es ist wirklich, also ich muss dir auch sagen, so die Zutaten, die dieses Fahrzeug hat, klar, als Boxster, ich muss jetzt auch sagen, Felgen sind halt so wichtig. Der hat jetzt die Winterräder drauf, da sieht er halt nicht mehr so geil aus und in Schwarz ein bisschen unscheinbar. Aber ansonsten, wenn man die Optik jetzt mal beiseite lässt, das Gesamtpaket, 350 PS, das ist so leistungstechnisch schon irgendwie, macht es echt Bock. Ja, auf jeden Fall. Also 4,4 Sekunden mit PDK von 0 bis 100, geht richtig ab, fährt 285 km/h. Plus eben, und das ist jetzt bei diesem Boxster S so geil, kein OPF. Ja? Boah, richtig geil. Ja. Richtig geil, da Sound. Da müssen wir auf jeden Fall Soundcheck. Müssen wir gleich nochmal checken. Machen, ja. Und dann die GT-Sitze in Kombination machen das Fahrvergnügen wirklich einmalig, wenn du ihn offen hast, puristisches Cabrio und im Vergleich zum GT3 ist das so wirklich der Preisunterschied von den Emotionen. Ist es wirklich schon, finde ich, auch in diese Richtung, eben durch so Sitze, dass du dieses Rennsport-Feeling so ein bisschen hast. Dieses wirklich, dass du dieses Agile, ja, und dass du in einem anderen Auto sitzt, nicht in einem Alltagsfahrzeug. Das taugt schon mal. Ja. Aber wahrscheinlich interessiert dich das gar nicht so wie die anderen Sachen. Es gibt auch Nachteile mit dem Schinken hier. Ja, erzähl mal, was habt ihr so bisher durchgemacht mit dem Auto? Tatsächlich. Glücklicherweise noch nichts, aber es könnten welche kommen. Okay. Also wir hatten ja schon gesagt in einem Video, als wir den abgeholt haben, es ist ein Reimport. Ja. Und das heißt, und das ist jetzt so alles klar geworden, nachdem wir den hier mal hier im Porsche-Zentrum vorgeführt haben. Zum Glück haben wir eine gute Beziehung und einige andere Autos bestellt, weil sonst, glaube ich, hätten die uns direkt vom Hof gejagt. Ja, kann ich verstehen, so ein bisschen zumindest. Aber es ist so, dass das ein Sperrkennzeichen, also das Auto hat praktisch irgendwie auf der
die Finn, ja, die Fahrzeugnummer ist hinterlegt. Und dieses Auto kann in keinem Porsche-Zentrum mehr irgendwie Garantie bekommen, keiner approved. Ist einfach, da ist hinterlegt, das ist nicht für den deutschen Markt vorgesehenes Auto und deswegen wird es hier auch nicht betreut. Dementsprechend hast du, obwohl wir den ja als Neuwagen hatten oder haben, keine Garantie, von Anfang an nicht. Ja. Also ist es insofern ein kleines Risiko. Aber wir haben jetzt 15.000 Kilometer drauf, das sind jetzt auch erst 2-3 Monate, wo der Wagen, 3 Monate müsste es inzwischen sein, schon bei uns ist. Also Autos laufen viel und bisher ist nichts passiert. Und ich muss auch sagen, rein aus der Erfahrung, und deswegen haben wir es auch gemacht, wir hatten jetzt, ich glaube, also insgesamt, wenn wir mehrere Millionen Kilometer mit Porsche-Fahrzeugen gehabt haben. Ja. Und das Einzige, was irgendwie Thema war, war beim Porsche 911 die Wasserpumpe. Ja. Da hatten wir echt dreimal ein Thema. Ja. Das war beim 991.2 ein Problem und sogar schon auch noch beim 992, das haben sie nicht geschafft. Ja. Das ist so spannend, dass die Bauteile wirklich dann sozusagen immer anfällig sind. Ja. Ja, irgendwo ist dann ein Prozessfehler und dann ist es überall. Ja. Aber alle anderen, das läuft einfach perfekt. Ja. Aber mit denen, weißt du, da hast du kein Problem. Also das, da was wirklich passiert innerhalb der 2 Jahre, wo du Garantie hättest, das Risiko ist für mich gesehen sehr, sehr gering. Sehr gering. Ja. Und dann ist es der Preis wirklich extrem heiß. Ja. Und da, und das ist vielleicht jetzt für alle interessant, weiß ich inzwischen auch, wie so ein Auto überhaupt auf den Markt kommt. Weil das war eigentlich so das, was mich auch dann irgendwie gekitzelt hat, zu wissen, ja, wie kommt, was ist eigentlich die tatsächliche Story? Ja, würde mich auch interessieren. Und das ist so, und die Autos sind von Porsche gefertigt, sollen dann halt irgendwo hingehen. Mhm. Dann gibt es aber meistens einen Qualitätsmangel. Ja. Diana meint erkannt zu haben, unsere Mitarbeiterin, dass der irgendwo leicht tropfen würde. Ja? Aber gefühlt sagt ihr das bei jedem Cabrio. Okay, also weiß ich nicht so ganz. Also jetzt im Innenraum tropfen? Oder? Genau, dass irgendwo halt eine Stelle undicht wäre. Ja. Also wenn sie nach dem Waschen rausfährt, dass irgendwie 2-3 Tropfen runterkommen würden. Ja. Also verkraftet man auch noch. Verkraftet man absolut. Und vielleicht ist es das Thema aber gewesen, tatsächlich. Und dann steht das Auto erstmal und kann nicht verkauft werden, weil es nicht durch die Qualitätskontrolle kommt. Und dann vergisst man es so ein bisschen. Und dann hat Porsche irgendwo so einen Hof, wo einfach wirklich ganz viele so Autos stehen, die irgendwo ein Thema hatten und deswegen irgendwie mal zurückgelagert wurden. Und später hat sich niemand mehr drum gekümmert. Und genau so war das auch mit diesem Fahrzeug. Der stand dann auf dem Porsche-Hof rum und dann irgendwann geht da halt wieder ein findiger Mitarbeiter durch den Hof und sagt, was ist eigentlich mit den 50 Autos, die wir hier stehen haben? Warum sind die nicht unterwegs? Und dann sagt irgendwer, ja gut, die hatten da irgendein Thema, können wir halt nicht verkaufen. Und dann sagt man, ja gut, dann hauen wir die auf irgendeine Auktion. Und da hat die unser Händler auch gekauft. Und ab und zu werden die auch Porsche-Zentren angeboten. Irgendwelche so Fahrzeuge, die dann noch so rumstehen. Egal, eben, man weiß meistens nicht, was die Story ist, man kauft die Katze im Sack praktisch. Ja. Aber eben, ich bin auch davon ausgegangen, das kann eigentlich kein großes Thema sein, weil wenn irgendwas wirklich qualitätstechnisch wirklich problematisch wäre, dann würden sie das Auto lieber verschrotten, als auf den Markt zu bringen. Also es muss irgendwas, was in der Naht falsch gesetzt so in der Richtung sein. Und dann kriegt man die günstig. Krass. Dann kriegt man die günstig. Und wenn man halt den richtigen Riecher hat oder irgendwie mit Händlern verbunden ist, die ab und zu halt auf diese Auktionen gehen und so ein Auto kriegen, dann hat man die Chance, so ein Auto zu bekommen. Und spannend war für uns, und das ist ja eigentlich was für uns ein Jackpot. Ja, das war ein Jackpot. Ich fand, ich würde mehr für dieses Auto zahlen wegen den Sitzen und wegen der Möglichkeit, kein OPF zu haben. Ja, kein OPF und die Sitze, das macht den Wagen natürlich nochmal richtig attraktiv. Und irgendwo stehen jetzt wahrscheinlich 50, 60 Porsche von Porsche rum, die nicht verkauft werden, Neuwagen. Ja. Den Parkplatz, den müssen wir eigentlich finden. Das wäre es vor allem wenn da irgend so ein Heritage oder so noch rumsteht. Also, ja komm, mit 30-40% nehmen wir den Hof. Wenn halt, ist okay, dass das Leder ein bisschen eine andere Farbe hat. Ja. Richtig krass. So krass, ne? Der 5-Zylinder, das ist so brutal, weil alle ja gesagt haben, oh, ihr nicht 6-Zylinder als 718 ja umgestiegen wurde praktisch auf eben kleinere Motoren, 4-Zylinder beim normalen, beim Boxster S eben 5-Zylinder. Soundtechnisch, alle sich beklagt. Also, da sollen wir mal hinhören. Das klingt krasser als jeder 992, 911, die alle hier so nähmaschinenmäßig klingen. Also, ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie einen so lauten Porsche Boxster S gehört.
Ich glaube, also gefühlt ist der noch lauter als also auch die damals eben vor OPF, aber echt so geil. Und deswegen sage ich, wenn das Dach runter ist, du in den Sitzen sitzt, diesen Auspuff hörst und dann dieses, weißt du, Mittelmotor, kleines Gewicht, agile Fahrzeug fährst, das ist Fun pur. Das ist so geil. Deswegen steig ein, komm, wir fahren eine Runde. Okay, let's go. Wo fahren wir hin? Fahren wir in die Motorwelt. Ja. Da muss das Auto eh hin. Okay. Und dann können wir das gleich verbinden. Die Sitze, das ist doch echt. Richtig geil. Oder? Ja, sitzt mega bequem, finde ich. Vor allem, ich finde die noch ein bisschen geiler oder so. Ich weiß nicht, die neuen Sitze sind halt, die haben ja noch mehr Carbon. Die sind dann hier, hast du noch so die Carbon-Auskleidung und dann oben so den Kopfteil. Ja. Und das sind ja sozusagen vom 991.2, genau, GT3, die Sitze, die gleichen. Und die haben so ein bisschen mehr Leder noch. Und irgendwie taugen die mir optisch auch extrem und sind gefühlt noch ein Stückchen bequemer, würde ich sagen, als die neuen harten Sitze vom GT3, die er jetzt auch hat. Und eben auch der GT4 hat die neuen Sitze, die Voll-Carbon-Schalensitze. Und ja, deswegen gefallen die mir eigentlich, passen die ja sehr gut rein. Ja, ich finde die auch sehr geil. Sitzheizung hat er auch, oder? Er hat tatsächlich die Knöpfe, oder? Glaube ich. Ja, ja. Ja, kannst du anmachen. Gut. Ja, das zeigt mal wieder, dass dieses Auto so ein bisschen zusammengewürfelt ist. Das hättest du natürlich bei Porsche normal, eben wenn du die Sitze sofort bestellen könntest, nicht so, dass du dann noch die entsprechenden Knöpfe hast, die dann nicht funktionieren. Aber vielleicht funktioniert es ja doch, ja, kannst ja gleich berichten. Ja. Ich hatte halt wirklich am Anfang total Angst, oder ja, dachte halt so, das wird so der Dealbreaker sein, dass du halt hier so irgendwelche südkoreanischen Xing-Shang-Shong-Zeichen hast. Aber es ist halt... Weißt gar du, nichts. Das sieht genauso aus wie ein deutsches Auto, muss man wirklich sagen. Und du kannst alle Anzeigen, hier kannst du auch auf Bar und alle deutschen Celsius, Grad und alles umstellen, ja, und musst nicht irgendwie auf den, auch da, das ist eigentlich Englisch möglich, genauso wie eben Südkoreanisch, aber auch Deutsch ist tatsächlich möglich. Das Einzige ist, Navi hat er nicht. Und da dachte ich mir, okay, es geht nicht in Deutschland, weil er halt eine andere Navi-Karte drin hat. Ja. Aber ich bin jetzt noch auf die Idee gekommen, beim Boxster, also musst du immer Navi auch ausstatten. Es kann auch sein, dass der halt nie, dass der das nicht ausgestattet hatte. Ja, das könnte echt sein. Das ist also theoretisch. Und da wäre es eigentlich dann interessant gewesen, was wäre eben, wenn er Navi drin gehabt hätte, wie das dann aussehen würde, wenn das praktisch die Daten für die südkoreanische Halbmondhälfte gewesen wäre. Ja, vielleicht hätten die Kollegen das hier auch dann überschreiben können, wer weiß. Ja, genau. Ich glaube aber, das ist eben das wieder, das Porsche-Zentrum sagt halt sofort, okay, nein, und das ist eben der Nachteil mit diesem Kennzeichen, praktisch Bergkennzeichen, wie man es so nennt, dass der einfach absolut, die wollen einfach dann nichts damit zu tun haben. Ja. Die sagen dann, nö, machen wir nicht, gehen wir nicht ran. Da sind die Porsche-Zentren halt wirklich sehr spießig, muss man einfach sagen, und kümmern sich immer nur um die einfachen, leichten Dinge. Ja. Nach 15.600 Kilometern, nichts irgendwie mit dem Auto, es war keine böse Überraschung bisher. Und es wird auch hoffentlich keine kommen. Genau, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was jetzt noch passiert, außer, okay, er hat irgendwie ein Thema mit dem Motor, aber dann, also dann da hast, so, hast du so Pech auch gehabt. Ja. Und dann theoretisch, lass es... Irgendwas, also was ist keine Ahnung was, ich meine, solange nicht der Motor komplett zerfliegt und irgendwie die Pleuel einmal hier durchs ganze Auto fliegen, lass es eine Reparatur sein, die 10.000 Euro jetzt kostet, was schon echt viel ist, dann hast du immer noch ein viel besseres Geschäft mit dem Auto gemacht, weil du halt viel mehr Nachlass bekommen hast. Ja, definitiv. Ja, also deswegen finde ich das super spannend. Ich will das mehr auf dem Schirm haben in Zukunft, weil ich dachte wirklich, als ich das erste Mal auf dem Mobile gesehen habe, irgendwie, das ist ein Scam. Weißt du, ich dachte so, ja gut, ich muss halt anrufen, weil so irgendwie völlig witzig mit den Sitzen und so, aber mei, das ist halt so, kennst du das, wenn die Angebote auf Mobile alle neu gerade eingestellt wurden und so? Und dann so, denkst du immer so, nee, ja, das kann nicht echt sein. Aber der hatte halt wirklich viele Bewertungen in so der Vergangenheit, so eine Historie, und deswegen habe ich so gedacht, okay, ja, musst du halt mal anrufen. Und so, ja, nee, komm vorbei. Natürlich hat er auch nicht so groß was, also man musste ihm alles so aus der Nase ziehen. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, du, pass auf, mir ist es egal, wie sozusagen schlecht das Auto ist, sag mir nur alles offen, weil dann kann ich es bewerten. Ja. Ich glaube nämlich, wenn das stimmt, was ich bisher weiß, mit eben keiner Garantie und so weiter, dann ist es okay für mich.
Ich habe nur Angst, dass ich das Auto nicht zugelassen bekomme. Ja. Das ist nämlich ein Thema. Der musste eine Einzelabnahme machen. Ah, okay. Also der hat nicht, wie normal, gehst mit deinem Fahrzeugschein hin ans Zulassungsamt und kriegst deinen Stempel, sondern du musst eine Einzelabnahme beim TÜV machen. Aber die hat er auch schon gemacht. Das heißt, es war auch die Sicherheit, okay, das Auto wird entsprechend wieder zugelassen werden können, wenn du die Einzelabnahme hast. Die kannst du halt jedes Mal dann benutzen. Und da war auch nicht, weil ich hatte noch, das war nämlich auch die eben Bedenken, kaufst das Auto, fährst hier zum Zulassungsamt, hast eben keine Einzelabnahme oder irgendwas stimmt nicht und dann kriegst du das Auto nicht zugelassen, dann steht's rum, weil eben kein OPF und eigentlich brauchst du den ja, aber hat alles funktioniert. Ja, geil. Und egal, was jetzt mit dem Wagen passiert, du nimmst uns oder mich ja auch immer ein bisschen mit auf die Reise, oder? So ist es. Also wie gesagt, ich meine, im besten Falle ist es ja wirklich so, das Auto läuft, sagen wir, 60.000, 70.000 Kilometer, dann müssen wir ihn eh, sagen wir, ausflotten, weil dann sieht, da ist es immer so, fängt es an, da sieht man es halt langsam im Interieur, sodass der schon ein bisschen abgenutzt ist. Und dann möchte ich am liebsten immer schauen, dass wir dann wieder neues Auto haben, damit eben alle Mieter entsprechend Spaß haben. Bei dem würde ich es extrem lange rauszögern, weil eben, es ist halt ein einmaliges Fahrzeug. Aber dann kommt der eh in den Verkauf und dann ist es so, ich glaube, gerade eben für damals, der war ja ein Neuwagen, da will halt keiner auf Garantie und so weiter verzichten, weil das Profil des Porsche-Käufers, der neu kauft, der will halt die Sicherheit, der will ja, alles, klar, was damit zusammenhängt. Und der will sich ja nicht darauf einlassen, auf so ein Experiment. Aber ich glaube, wenn der erstmal gebraucht ist, dann hast du einen ganz anderen Käuferkreis von Leuten, die halt zum Beispiel sagen, ich möchte möglichst günstig einen Porsche kaufen. Ja. Und dann ist das natürlich wirklich ein Juwel mit den Sitzen. Mich würd's, also für mich ist es spannend, so das Feedback zu sehen, dann, ob die Leute wirklich sagen, okay, nee, Garantie hätte ich jetzt eh nicht oder eine Approved, würde ich eh nicht. Es gibt ja auch welche, die holen sich auch gar keine Approved, würde ich immer machen übrigens. Dann, die dann darauf verzichten, die dann sagen, okay, eigentlich ist für mich das Auto halt viel mehr wert. Ja, ja. Mal schauen. Also da freue ich mich auf das Feedback und das wäre auch wieder eben das Update. Und wenn das alles in der Geschichte dann so weiter gut läuft, dann sehe ich echt keine großen Komplikationen für Leute, die halt bereit sind, ein bisschen mehr Risiko zu gehen, sich da entsprechend die Augen aufzuhalten und zu gucken, ob man nicht so einen Schnapper macht. Also auch für dich vielleicht was. Ja, ist ein sehr guter Hinweis. Also ich wusste vorher, kannte ich den Markt, sage ich mal, so auch noch gar nicht. Ich auch aber nicht. Das eröffnet ein ganz neues Fenster. Porsche Boxster S, günstig kaufen. Richtig günstig, muss man dazu sagen. Funktioniert. Was auch geil ist, der 5-Zylinder mit dem Turbo, wie das Drehmoment einsetzt. Ja. Gell? Du brauchst schon die Umdrehung, aber dann ist der halt so krass schnell. Dann ist der sofort da, aber richtig, ja. Boah. Aber siehst du, du merkst auch die verschiedene, der Ton ganz verschieden. Ja, stimmt. Das hört sich immer jetzt ganz zurück anders an. Richtig geil. Ja, absolut. Joschka, jetzt sag mir nochmal eben, was hat der Rubel jetzt gekostet? Also ich habe irgendwie den Preis jetzt nicht mehr genau im Kopf. Ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr ganz genau. Ich glaube, müssen wir das Video nochmal schauen, 62.500 Euro. Also ich muss auch nochmal nachschauen. Mit 0 Kilometern? Mit 0 Kilometern. Also quasi neu für 62.500. Ja, statt irgendwie, glaube 83 oder was, wenn man die Ausstattung hat. Wie wird der locker kosten mit der Ausstattung? Ja, richtig krass. Ja, und das gesagt, würde ich sagen, wir stehen vor der Mütterwelt. Wir gehen rein. Wenn noch ein bisschen Spaß haben, ich glaube 3-4 Bugatti stehen da, die muss ich dir zeigen. Und auch ein BMW M240i, der vielleicht auch was für unsere Flotte ist, mit M-Performance Parts. Also bleib dran und Tomke, vielleicht kommst du in dem einen oder anderen nächsten Video auch noch weiter vor. Klar, ich komme nochmal vorbei. Sehr cool. Also wir werden jetzt unseren Spaß haben. Bis dahin. Tschö.